Chicomecoatl. Chicomecoatl ist eine aztekische Göttin. Chicomecoatl ist eine Göttin in der aztekischen Mythologie. Sie ist die Göttin von Mais und von Ergiebigkeit, also auch der Fruchtbarkeit und damit auch der Weite. Chicomecoatl, also eine besondere aztekische Göttin, die eine besondere Verehrung genoss im alten Mittelamerika. Chicomecoatl, also heißt die sieben Schlangen, also sieben Schlangen auch für sieben verschiedene Kräfte. Sie wird auch bezeichnet als die Göttin der Ernährung, die Göttin der Fülle und sie ist der weibliche Aspekt des Maises. Sie ist auch der weibliche Aspekt des Maisgottes Chenteotl und das Symbol ist eben das Maiskorn. Sie wird manchmal auch bezeichnet Xylonen und sie erscheint mit bestimmten Attributen des Maises, hat einen bestimmten Kopfschmuck und sie reibt manchmal auch ihre Wangen und es gibt insbesondere verschiedene kurze Linien, die an ihren Wangen sind. Sie wird oft eben gezeigt, dass sie Mais trägt und man findet sie in drei verschiedenen Formen und das beschreibt so ein bisschen auch drei verschiedenen Aspekte des Frauseins. Man sieht sie zum einen als junges Mädchen mit Blumen, dann findet man sie als Frau, die auch den Tod bringen kann und die andere umarmt. Und schließlich als Mutter, die Sonne als Schild trägt. Man könnte auch sagen, die Chicomecoatl ist also eine Göttin der Frauen, die auch die Entwicklung der Frau in verschiedenen Stadien beschreibt. Also zunächst das Mädchen, das noch nicht geschlechtsreif ist, noch nicht die Periode hat. Das als zweites eben die junge Frau, die noch keine Mutter ist. Und als drittes die Frau, die Mutter ist. Und als solche Kinder hat und als solche auch verehrt wird.